Auf der einen Seite freut man sich sehr, wenn der Nachwuchs eingesetzt wird, Vertrauen erhält. Und auf der anderen Seite waren es ausgerechnet die jungen Spieler, die in entscheidenden Situationen versagt haben. Wie sieht der Trainer das? Ja, in erster Linie ist es, wenn man Paderborn, FSV Frankfurt und jetzt das Pokalspiel sind, es im Prinzip unsere jungen Spieler gewesen, die im letzten Jahr noch in die A-Jugend gespielt haben, die in die entscheidenden Momente nicht die richtige Entscheidung getroffen haben. Gegen Paderborn haben wir es erlebt, gegen FSV Frankfurt und wir haben es auch am letzten Sonntag erlebt. Es sind Spieler gewesen, die schon, ja, teilweise schon länger dabei sind, aber auch noch Spieler, die in die letzte Saison für einige Monate noch in die A-Jugend gespielt haben, mit einem Nico Schulz oder mit einem John Brooks, Philipp Sprint. Das sind drei Spieler als Beispiel, die ja auch jetzt erfahren, dass es nicht mehr Jugendfußball ist, aber dass es ja wirklich ernsthaft ist und dass jeder Fehler, den man macht, dann auch hart bestraft wird. Und Alfredo Morales ist ja auch ein Spieler, der zwar ein bisschen erfahrener ist, aber noch relativ sehr jung ist, der zwar auch bei den Profis schon mal der ein oder andere Einsatz hat, aber wenn ich dann auch gefragt bin, dann muss ich auch zeigen, wie weit ich selber auch bin. Und das sind unglückliche Situationen und um die abzustellen, um Ihre Frage dann noch zu beantworten, das ist einfach, dass diese Spieler jetzt auch in eine Schnellkurs ihre Defizite, wenn sie sie haben, aber auch in ihre Entscheidungen professioneller werden und ernsthafter werden. Und es wird, ob man nun in die erste oder in die zweite Liga ist, es wird von diesen Spielern jetzt absolut auch Leistung erwartet. Und da werden individuelle Fehler auch geduldet, zumindest von meiner Seite oder von unserer Seite. Nur wir kriegen dadurch auch sehr viel Negativismus auf uns, weil man die Ergebnisse nicht erzielt, die man von uns erhofft. Aber wenn man die Gegentore analysiert, ja, dann kommt man, ist nochmals, ich will jetzt nicht einzelne Spieler oder diese jungen Spieler jetzt einen Vorwurf machen, dass wir durch diese Spieler die Spiele verloren haben, weil es gibt genügend Zeit, auch nach Sonntag, nach die zweite Minute, um ein Spiel in die positive Richtung zu drehen, um Gottes Willen. Ich will da nur mit angeben, weil Sie sagen, Sie sprechen über Gegentore, wie kann man die abstellen? Ja, durch sie nicht mehr zu machen oder sie zu minimalisieren und in die nächste Situation, die vielleicht auch am Freitag kommt, um da konsequenter und auch abgeklärter mit umzugehen. Und das wissen wir, dass junge Spieler Fehler machen, nur sie werden nicht geduldet. Weil letztendlich durch die Ergebnisse, die nicht kommen dann, oder durch das Pokal aus, dass dann unglaublich viel zusammenkommt in die negative Richtung. Das ist eine Anschlusssituation für diese Spieler auch, dass sie mental jetzt auch gestärkt werden müssen, um am Freitag auch nicht zu zittern, wenn sie wieder in solche Situationen kommen. Weil von der einen Seite ist es schön für diese Spieler, dass sie dabei sind. Jetzt machen sie der ein oder andere Fehler, die auch dazu führen, dass wir letztendlich auch nicht das Spiel gewinnen, sondern verlieren oder in Unentschieden spielen oder sogar im Pokal ausgehen. Aber auf die andere Seite kommt da dann auch mehr Druck, was auch ein Spieler bewältigen muss. Sie wollen gerne Fußballprofi werden. Ihr und wir wollen gerne, dass sich hier junge Spieler durchsetzen bei Hertha. Aber der Weg, um erfolgreich zu sein oder nur dabei zu sein, um am Ende auch irgendwo zu bleiben oder erfolgreich eine Situation zu gestalten, ja, das fragt auch Zeit und Geduld. Ja, und nochmals, wir haben in die drei Spiele auch genügend Restzeit gehabt, um auch ein Spiel nach Fehler noch gut zu gestalten oder noch in die positive Richtung zu bringen. So ist es uns leider auch nicht gelungen. Darum ist das Gesamtpaket noch nicht eingefüllt, so wie wir uns das vorstellen. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt alles slack sehen. Vielleicht lernen diese Spieler jetzt schneller durch diese Entscheidungen, aber ich gebe sie auch recht, das ist nicht nur eine. Es sind jetzt ständig eine Folge von unterschiedlichen Spielern, die ganz einfach und eigentlich nicht auf dieses Niveau Fehler machen, die man machen darf. Und das müssen wir abstellen, aber da kann man nur über das Training und nachher wieder in die Spiele, die man bekommt, wenn man spielt, um das dann auch wieder besser zu machen.